zwei Hochkulturen von dem Format des alten Ägypten mit dem alten China zu vergleichen, stellt sich natürlich die Frage, warum macht man das? Ja? Wo gibt es Berührungspunkte? Es gab keine direkten Kontakte zu dem damaligen Zeitraum, den wir vergleichen. Aber das Spannende, das, was wirklich dabei interessant ist, ist schlichtweg, welche Parameter, Kultur, anthropologische Fragestellungen sind relevant zur Entwicklung menschlicher Hochkulturen. Und ich glaube, dabei, bei dem Rundgang, lernt man, dass der Mensch eben Mensch ist. Und es gibt nicht so viele Möglichkeiten, die gleichen Grundbedürfnisse zu lösen, als auf die vergleichbaren oder sehr ähnlichen Lösungen zu kommen. Die beiden Kulturen unterscheiden sich in manchen Punkten erheblich voneinander. Zum Beispiel, wenn man an Wirtschaft und Verwaltung denkt, Münzsysteme zum Beispiel gab es in Ägypten nicht. Bis zu den Griechen, bis 332 vor, gab es in Ägypten keine Währung. Man hat alles getauscht nach ganz bestimmten Regeln und Gewichten und es gab natürlich Maßstäbe. Man wusste, ein Bett kostet so und so viel im Tausch gegen X, aber Münzen nicht. China ist das erste Land, in dem Münzen überhaupt entwickelt wurden. Ein ganz großer Vorteil. Also da gibt es große Unterschiede. Also wenn man das alte China sich anschaut, da gibt es eine sehr viel rationalere, denke ich, Umgang mit dem Kaisertum, das zwar auch als Mandat des Himmels empfunden wird, also auch göttlich legitimiert, aber wenn ein chinesischer Kaiser tatsächlich nicht den Ansprüchen genügt hat, dann haben die Chinesen das als etwas empfunden, dass das Mandat des Himmels diesem Herrscher entzogen wird. Und man hat einen anderen genommen. Das wäre in Ägypten nie möglich gewesen, weil der ägyptische Pharao gleichzeitig Gott war. Den kann ich nicht absetzen. Ja?